Grüß euch vom Team Gerechten Innsbruck. Heute sind wir da beim Patscher Kaufel. Also es geht heute nicht um Fahrradwege Kurzberg, sondern Hundesteuer. Heute geht es um den Hausberg, den Patscher Kaufel. Die Geschichtsbücher können sofort umgeschrieben, weil bis jetzt war der Schicksalsberg der Berg Isel 1809. Das ist Schnee von gestern. Der Schicksalsberg für die Innsbrucker Steuerzahler ist und wird zukünftig der Patscher Kaufel sein. Aufgrund von einer Planlosigkeit sondergleichen. Das heißt, die letzte Regierung hat beschlossen, da ein Monsterprojekt aufzubauen. Jetzt frage ich mich ernstlich, wer hat denn die Idee gehabt, bei der Talstation ein Restaurant einzubauen und bei der Bergstation ein Restaurant ein Sportgeschäft da unten? Wer hat die Idee gehabt, 2.500 Leute in die Stunde da aufzubringen zu müssen, wenn man gleich 1.500 Parkplätze hat? Das passt so nicht. Und darum kostet das so viel. Und wir werden aus den Zollen und aus dem Brennen gar nicht mehr rauskommen. Jetzt sollen wir im Gemeinderat am Donnerstag das alles durchwinken. Werden wir nicht machen. Und die SPÖ hat Rückgrat gezeigt und hat gesagt, da tun sie auch nicht mehr mit. Allerdings leider nur einen Tag. Dann haben sie das Rückgrat gegen den Gartenschlauch austauscht und stimmen jetzt doch wieder mit. Es gehört jetzt da ein System her. Es kann nicht sein, dass uns das die nächsten Jahre 1 Million nach der anderen kostet und das in unendliche Höhen schnellt. Und da Direktor Baltes hat gesagt, der Patscher Kaufel war eine Punktlandung. Er als Urtiroler muss es ja wissen. Das war aber keine Punktlandung, Herr Direktor Baltes. Das ist vielleicht in Deutschland eine. Bei uns in Tirol ist das eine Bruchlandung gewesen. Und ein Griff ins Klo. Und ich werde euch jetzt sagen, wie es weitergeht. Wir werden weiterhin zukünftig, wir Innsbrucker Steuerzahler, die Euros hineinschmeißen. Wohin? In ein Fass ohne Boden. Und ich sage, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen uns was überlegen, wie wir da halbwegs davon kommen lassen. Und die Verantwortlichen, die genau gewusst haben, auch vor der Wahl schon gewusst haben, was da auf uns zukommt, die können zur Verantwortung gezogen, die sind nicht mehr tragbar. Leider Gottes hocken ein Teil dieser wieder in der Regierung drinnen. Das muss sich ändern. In diesem Sinne, Servus Innsbruck und Servus Tirol.